Jo, heute zurück zu Starfield. Wir sind hier in New Atlantis und wollen ja mit Vivictus sprechen. Schauen wir mal, was der so zu erzählen hat. Das könnte ja interessant werden. Also Moment mal, der sitzt ja. Wie kommen wir da hin? Unten durch irgendwie, oder? Ich weiß ja, dass du die Sache im Raumhafen miterlebt hast. Bin gespannt, was der zu erzählen hat. Allerdings. Okay, lass mal noch offen lassen. Also, was macht ihr hier genau? Die Terramorphs sind doch noch lange nicht besiegt, oder? Habt ihr das? Nun, ich weiß nicht, was du auf dieser Aufzeichnung gehört zu haben glaubst, aber ich hoffe, dass du keine falschen Schlüsse ziehst. In Na, deswegen sind wir Anbetracht des hier. nervösen Zustands des Kabinetts könnte es in derartige Neuigkeiten hineininterpretieren, dass ich etwas mit den Angriffen zu tun habe. Kann ich dich überzeugen, das für dich zu behalten? Ich will die Wahrheit erfahren auf jeden Fall, aber weiß nicht, ob ich das dann nicht trotzdem erzähle. Ja, okay, Ich machen wir soll das es mal. also aussprechen für dich. Ich war's. Die Terrormorph-Angriffe auf Tau Ceti, New Atlantis. Meine Idee. Jahrelange Zusammenarbeit mit meinem Partner. Experimente, wie man den Blütenstaub der Lazarus-Pflanze außerhalb von Londinion verbreitet. Wie man ihn herstellt, als Waffe einsetzt. Und weil du ja so schlau bist, kannst du dir bestimmt denken, warum ich sowas tun würde. Das könnte, man kann alles sagen, ne? Gewaltig, Captain. Die Angriffe waren eine Korrektur. Ich habe durchaus überlegt, meine Entdeckung der Pflanze offenzulegen. Aber wir waren im Krieg und derart gefährliches Wissen durfte nicht in falsche Hände fallen. So. Also habe ich den Raumhafen von Londinion bombardieren lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Ausbreitung der Terramorphs wurde verhindert. Und das Wissen um das Potenzial der Pflanze geschützt. Ah, es ist schwierig, ne? Heute lässt sich leicht urteilen, aber es wimmelte von Freestar-Spionen. Ich wollte einen ohnehin katastrophalen Krieg nicht noch um eine gefährliche Variable erweitern. Aber als der Krieg vorbei war, mein Prozess, meine Hinrichtung, traf ich eine Entscheidung. Ich hatte alles für die UC gegeben, selbst mein Leben. Und was habe ich dafür bekommen? Haben die UC versucht, mein Vermächtnis zu beschützen? Das meiner Tochter? Nein,
Wir wurden geopfert, obwohl wir nur gedient hatten. Also habe ich geschwiegen und als Korrektur die Angriffe arrangiert. Meine Tochter wird zur Heldin. Ich werde Berater, weil ich Kaisa und das Forschungsteam gefunden habe. Und ich festige meine neue Machtposition, indem ich ihnen den Drahtzieher hinter dem Angriff auf New Atlantis nenne. Den tragisch verstorbenen Reginald Orlais. Über Jahre hinweg mein Partner und von Anfang an als mein Sündenbock eingeplant. Ein Glück, dass er gestoppt wurde, bevor jemand zu Schaden kam. Seine jahrzehntelange Flucht ist zu Ende, dank eines weiteren Helden. Dir. Hast zu viele getötet, um dich an alle zu erinnern. Du hast Orlais in der Nähe des Mondes von Etheria getötet. Den Piloten der Warlock. Du solltest ihn töten, um mein Geheimnis zu wahren. Ah ja. Warum sollte ich mich mit den Menschen gutstellen wollen, die mein Leben kontrollieren? Mal überlegen. Vielleicht okay. Träume ich noch von einem Leben außerhalb dieser Mauern. Es wäre natürlich ein neues Gesicht nötig. Aber es ist möglich. Wobei mir jetzt Zweifel kommen. Ohne Schurken keine Helden. Ich habe uns nur die Gelegenheit geboten, das eine zu überwinden und zum anderen zu werden. Und wir haben alle profitiert. Deswegen habe ich Kaisa von Orlais umprogrammieren lassen. Dich von der alten Kiste dahin führen lassen, wo ich die Pflanze vor Jahren gefunden habe. Alles, damit ihr Erfolg habt. Und es hat geklappt. Ich weiß zufällig, dass das Kabinett dich und Hadrian ehren will, wenn alles erledigt ist. Ist das nicht allemal besser, als irgendwo im Nirgendwo Aufträge für die Vanguard zu erledigen, ohne Anerkennung? Und nur die vage Hoffnung, sich vielleicht irgendwann auf dem Unterdeck ein Haus kaufen zu dürfen. Du wirst nur geehrt, weil ich die Situationen arrangiert habe, die das ermöglichen. Sei dankbar. Und vergessen wir nicht, wie wichtig unser eigentliches Endspiel ist. Die Terrormorphs eliminieren und das Wissen um die Lazarus-Pflanze sichern. Was wir in Gang gesetzt haben, wird vielleicht Millionen von Leben schützen. Ich bitte nur darum, dass ein weiteres Leben geschützt wird. Meins. Ich habe die Beweise für Orlaises Beteiligung an den Angriffen an das Kabinett geschickt und dabei meine verschwiegen. Ich bitte nur darum, dass du das dem Kabinett bestätigst. Sag ihnen, dass es Orlais allein war. Ich habe schließlich noch immer eine lange Liste mit Bedrohungen für die UC. Wir können unsere guten Taten fortsetzen. Das ist schade, Captain. Aber ich kann es mir nicht mehr leisten zu verhandeln. Aber wir müssen keine Feinde sein. Denk an die Chance, die ich hier biete. Und es zeichnen sich noch weitere ab, wenn du das Richtige tust. Na, Vögelchen, ich weiß nicht. So, lass mal hier raus wieder. Hier durch, ne?
zum Kabinett. Hier sollen wir quatschen. Oder auch nicht. Wir besprechen uns vorab. Hallo? Perfektes Timing. Wir sind gerade rein. Gute Nachrichten. Die Mikrobe und die Acelles sind genauso effektiv gegen die Thermoparasiten wie gegen die Terramorphs. Das heißt, alle Pläne sollten helfen, um diese Dinger endlich loszuwerden. Angesichts der von der Lazaruspflanze ausgehenden Gefahr können wir uns gar nicht schnell genug um die Sache kümmern. Ich habe das Kabinett bereits auf den neuesten Stand gebracht. Und wie sieht's bei dir aus? Hast du was rausgefunden? Hat dir mein Vater erzählt, was er über die Lazaruspflanze weiß? Ich wusste es. Die Aufzeichnung ließ keine Fragen offen. Warum? Hat er einen Grund genannt? Er hat diese ganzen Menschen umgebracht, weil er was beweisen wollte und von seinem Status besessen ist. Typisch Velviktis. Naja, sobald wir das Kabinett informiert haben, können sie dafür sorgen, dass er so etwas nicht wiederholt. So sehe ich das auch. Genau. Gerechtigkeit für alle, denen er wehgetan hat. Das beantwortet wohl unsere letzte Frage. Jetzt müssen wir nur noch rein und herausfinden, was das Kabinett von der Sache hält. Außer es gibt noch was zu besprechen. Das könnte unsere letzte Chance sein, alles zu besprechen, bevor das Kabinett bei der Entscheidung in Sachen Terramorphs mitredet. Ne, ist doch gut, oder? Dann mal los. Moin. Willkommen zurück. Ich wünschte, wir hätten einen erfreulicheren Anlass für unser Treffen. Aber laut Hadrians Report und dem zweiten soeben erhaltenen war der Terramorph-Angriff auf New Atlantis kein zufälliges Ereignis, sondern wurde bewusst herbeigeführt. Stimmt das, was ich hier lese? Mein Gott. Ein Angriff mit Terramorphs? Wie ist das möglich? Wenn wir hier fertig sind, werdet ihr alle vollständig gebrieft. Dann stimmt das, was im zweiten Bericht steht? Hat Reginald Orlais diese Angriffe verübt, Captain? Orlais? Es stimmt. Ich habe die Aufzeichnung gehört. Mein Vater hat entdeckt, wie man Terramorphs als Waffen nutzen kann. Er hat was? Das ist unmöglich. Er hat nicht den Zugang, Er hat seinen eigenen Zugang gemacht, Sarkin. Madam, ich habe schon vor Jahren gewarnt, dass es in einer Tragödie enden würde, wenn wir uns nicht um den Mann kümmern. Genug! Ich hoffe, wir sind uns alle einig, dass es sich bei dem soeben Gesagten um ein ausgesprochenes Staatsgeheimnis handelt. Diese Information bleibt in diesem Raum. Du bringst dir eine brisante Anschuldigung vor, wenn man bedenkt, dass François Sarnon schon fast 2 Jahrzehnte lang in Gewahrsam ist. Gibt es Beweise für die Anschuldigung? Er hat sich einfach verwandelt. Terramorphs aus dem Nichts. Unsichtbare Waffen. Kein Planet wäre sicher. Der Himmel sei uns gnädig. Ist er das? Ich würde diese Stimme überall erkennen. Das ist François. Er wusste, wozu sie fähig waren. Und schwieg still. Er ist ganz einfach ein Soziopath, Ma'am. Officer, lass dir die Aufzeichnung geben. Jawohl, Ma'am. Ich bitte um Verzeihung, Captain. Natürlich werden wir eine umfassende Ermittlung starten, um der Sache auf den Grund zu gehen. Wobei der Admiral bestimmt mit allem herausrückt, was er zu dem Thema weiß, wenn er mit dieser Aufzeichnung konfrontiert wird. Minister Yassin, kannst du dafür sorgen, dass der Admiral von einem deiner Leute verhört wird? Ich kümmere mich unverzüglich darum. Gut. Zusammen mit den anderen Dingen, die du ans Tageslicht gebracht hast. Naja, die United Colonies stehen tief in deiner Schuld.
Lass sich auch sehen. Wir haben die Bürger der Colonies im Stich gelassen, hätten uns früher um Vervictis kümmern müssen. Ich werde diesen Fehler wieder gut machen. Das sehe ich auch so, Captain. Da wir jetzt den Schuldigen entlarvt haben, können wir uns anderen Dingen zuwenden. Aufgrund der heute erstellten Zusammenhänge, der Lazaruspflanze, der Angriffe und der Thermoparasiten. Ihr drei habt wahrscheinlich tausende Leben gerettet. Aber jetzt muss das Kabinett dafür sorgen, dass sich der Vorfall nie mehr wiederholt. Deshalb wird das Kabinett die Lazaruspflanze in Londinion sichern. Alle mit der Pflanze in Zusammenhang stehenden Materialien werden geheim gehalten, damit niemand ihre wahre Natur herausfindet. Das ist eine kluge Entscheidung. Freut mich, das zu hören. Also dann, zum letzten Punkt. Das Kabinett befürwortet die Umsetzung eines Plans bezüglich der Terromorphs und nun auch der Thermoparasiten auf menschlichen Welten. Tatsächlich haben wir bereits begonnen, in allen Häfen und Siedlungen der UC nach bislang unentdeckten Nestern zu suchen. Aber wir alle wissen, dass das nur ein Teil der Lösung ist. Das ist ein langes und schwieriges Projekt. Zuallererst werden wir unsere genaue Vorgehensweise besprechen und entscheiden müssen. Madam, diese Mikrobe ist eindeutig ein zu großes Risiko. Die Azeles sind viel sicherer. Vielleicht für Personen, die keine fundierten Kenntnisse in Biologie haben. Die Technologie hinter der Mikrobe ist jedoch erprobt. Sie ist nicht gefährlich. Die Menschheit wäre am schnellsten sicher, wenn wir die Terromorphs mit ihr ausrotten. Und schnelle Ergebnisse sind immer auch die besten Ergebnisse, ja? Wie du sehen kannst, ist sich das Kabinett noch nicht einig. Wir haben gehofft, deine Gruppe könnte uns etwas empfehlen. Major? Wir hatten ein paar Diskussionen, aber wir sind uns nicht einig. Nur der Captain muss noch was dazu sagen. Verstehe. Captain, das ist zwar vielleicht nicht dein Fachgebiet, aber wir würden gerne wissen, was du von der Sache hältst. Schön, dass du dich nicht vor etwas angewandter Genetik fürchtest. Die Forschungsdivision stimmt voll und ganz zu. Und Major Sanon? Dr. Walker, ist das Ganze akzeptabel? Wir vertrauen dem Urteil des Captains. Dann wäre die Sache geklärt. Wir beginnen sofort mit dem Prozess. Heute ist der erste Tag der Terromorph Management Division der United Colonies. Und ihr drei seid die Gründungsmitglieder der TMD. Das Kabinett möchte dieser Gruppe gebührenden Dank erweisen. Heute werden wir unsere Reihen um drei Bürger der Klasse 1 erweitern. Klasse 1? Für uns drei? Ist das ein Scherz? Was er damit sagen will, ist: Danke, Ma'am. Oh ja, ja. Danke, Ma'am. Ja, danke, was auch immer das heißt. Und jetzt haben wir einiges zu tun. Major Sanon, Dr. Walker, ich hoffe, ihr zwei seid bereit, weiterzumachen und die Forschung der TMD auf dem Mars voranzutreiben. Das wäre uns eine Ehre. Und nun zu dir, Captain. Die Vanguard wird die TMD nach Kräften an der Oberfläche unterstützen. Da du der Vanguard und der TMD angehörst, finde ich, dass du dir deine Aufgaben aussuchen kannst. Sprich mit deinem Commander, Tuala, wenn ich mich nicht irre. Er sollte dich in Zukunft mit Aufträgen versorgen können. Und er hilft dir auch, die Vorteile der Klasse 1 in Anspruch zu nehmen. Im Namen der gesamten United Colonies sprechen wir dir unseren Dank aus. Das Treffen ist vertagt. Ja, danke. Klasse 1, müssen wir also immer rausfinden, was das bringt. Bisschen EP, das ist nice. Aber was zum Teufel? Lass mal gucken. Klasse 1, fragen wir mal gleich mal ab. So, wo ist der Freddy? Commander Schnickschnack, der ist doch oben in der Butze, oder? Genau, da drüben. Mhm.
Pläne. So. Upsi. Bleib mal hier. Sieh mal einer an. Wenn das mal nicht das neueste Mitglied der Bürgerklasse 1 der UC ist. Mhm. Du hast dir hier schon einen Namen gemacht. Tatsächlich möchte sich die Obrigkeit mit einer der schönsten Immobilien der Stadt für deinen aufopferungsvollen Dienst bedanken. Es ist ein erstklassiges Penthouse, ganz oben im Mercury Tower. Die beste Lage in New Atlantis, wenn du mich fragst. Was meinst du? Es dauert nur einen Moment, dir das Eigentum zu übertragen. Okay. Wunderbar. Es wird dir gefallen. Ich finde, es ist eins der besten Apartments in der Stadt. In Ordnung. Alles erledigt. Dein neues Heim befindet sich im Mercury Tower. Im Wohndistrikt. Du wirst es lieben. Die Raumaufteilung ist wunderbar. Und die Aussicht einfach unschlagbar. Du besitzt nun eine Immobilie. Man sieht sich bestimmt in der Stadt. Ich besitze auch zwei Immobilien, Digi. Auf Neon haben wir auch irgendwas. Und haben wir noch eine irgendwo. Besuche dein Ding ins Kirchen, dann gehen wir da mal hin, oder? Junge, da wollte ich nicht hin, ich will da unten weiter. Wohndistrikt. Da waren wir ganz selten, oder? Weiß ich gar nicht. Mal gucken. Mercury Tower ganz oben. Junge, Junge, vielleicht kann man von da auch runterspringen. So. Junge, nicht schlecht. Der Eingang ist schon fresh. Hui, na gut, okay. Wow, ist das ein Balkon? Oh, fresh, das ist cool. Kann bestimmt runterspringen. Hui. Wow, schön Penthouse, nice. So, gucken wir uns den Rest mal an. Küche, noch ein bisschen mau. Ist schon nett, ne? Haben sie nicht gespart. So, wow. Junge, Junge, Junge. Da kann man ein bisschen was reinpacken in die Butze. Das ist wirklich richtig fresh. Also ist ein bisschen besser als das in Neon. Schön mit Seife. Schönes zweites Bad. Ist doch gut. Kann man ein paar Gäste einladen, ne? Oh, Waschmaschine. Also ist schon nicht so schlecht. So, wo ist Ausgang da? Was war hier noch drin? Oh, noch so ein kleiner Raum. Fresh. Okay. So, dann hauen wir wieder ab, oder? Schon ganz nett. Müssen wir bei Zeit mal einrichten, dass wir da ein paar Sachen lagern können und so weiter. Müssen wir nicht immer in die Loge. Auch ganz nett. So, ist die Frage, lass noch mal kurz gucken, vielleicht irgendeinen Quest noch machen. Quest. Okay, das sind also kleine Sachen noch. Das können wir machen, oder? Legendäres Schiff. Schabe. Okay, da müssen wir hinreisen. Kurs festlegen, let's go.
Na, schauen wir mal. Weg, sauber. Komm, repariert mal ein bisschen was.
So, Mission ist. Ich meine, nach Beweisen suchen andere Mission, ne? Okay, das Ding ist weg. Kauft also eine Sprengzone, okay. Das ist Sprechen, okay. Würde ich sagen, reicht das für diese Session, würde ich mal sagen. Weil so andere Sidequests machen wir halt dann beim nächsten Mal, okay? Also, bis dann. Ciao.